So, an alle Cobra 11 Fans, hier ist ja die New Fanbase und die wird bald mit einer Sendung starten. Braucht ihr auch gar nicht so lange warten. Ja, ein bisschen reimen muss sein. So, warum mache ich diesen Videoclip? Ganz einfach. Ihr seht hier an der Seite fährt was hoch und zwar die Kollektion von, genau, Erdoğan Atalay, genannt Semih Gerkan bei Cobra 11. Yeah. Diese Ware, die da so hochfällt, ihr dürft mir glauben, ich trage diese Ware auch. Nur mein Problem ist halt, dass das grün ist. Seht ihr? So. Wenn ich im Green Room arbeite, bin ich durchsichtig und deswegen muss ich gucken, dass ich noch andere Sweaters bekomme. So, ich wollte loslegen. Morgen! Hallo! Hat alles geklappt? Ja! Juhu! So, da bin ich nochmal. Wir machen natürlich eine tolle Sendung über die Sachen von Erdoğan Atalay. Lasst euch bitte überraschen. Wir sind in der sogenannten Produktionsphase. Wir werden da jetzt einige Sachen machen. Also nach diesem Clip, der heute noch online gestellt wird, werden wir eine Art Sendung machen über das neue Cobra 11. Wir werden das alte Cobra 11 verabschieden. Wir sind ja hier nochmal der Fanclub, wir sind ja auch der Filmclub. Und dessen haben wir uns gedacht, wir machen einmal im Monat eine tolle Sendung über Cobra 11, über RTL, über alles, wer damit zusammenhängt, wer überhaupt, ja, wer das alles ist. Ist ja nicht nur RTL, Action-Konzept, sondern das sind ja noch die Stunt-Leute und die Schauspieler. Wir werden euch zeigen, wie sie in der Maske sind. Wir werden euch auch Pia Schutzenstein vorstellen. Wir haben da zwar schon Namen gehört, wir wissen aber nicht, ob sie wirklich so genannt wird in der Folge oder in den Folgen. Ihr seht, ich bin mit ihnen verbunden. Ich habe mir das auch gerade angesehen. Atalay war auch in der Maske. Pia Schutzenstein wurde gerade maskiert. Also sie wurde die Wunden wurden gemacht. Sie hat also Wunden, ist klar. Sind keine echten Wunden, aber die werden diese ganzen Blessuren, die werden ja mittlerweile so kunstgerecht gemacht, dass es fast echt aussieht. Jedenfalls hat Pia Blessuren irgendwie Schramm, denn es wird momentan gedreht in Düsseldorf für den Einstieg. Neu Cobra 11, der neue Vorspann und das Ganze, lasst euch bitte überraschen, wir werden darüber zwar philosophieren, wir werden es aber nicht veröffentlichen, außer wenn die Darsteller wie Erdoğan und Pia es selbst, oder Nils, wenn die es selbst veröffentlichen. Dann können wir darüber reden, nehmen wir deren Veröffentlichung und reden dann darüber. Aber wenn Erdoğan oder Pia oder Nils uns das zugänglich macht, damit wir das irgendwann mal verwerten dürfen, irgendwann wohlgemerkt, dann werden wir das natürlich dann auch irgendwann verwerten. Das ist richtig. So, ich stelle mich jetzt zum allerletzten Mal vor. Ich bin nur der Admin, ich habe mit den Schauspielern Backstage zu tun. Ich habe auch gerade von Krass Schule wieder einiges und musste schmunzeln, was da gedreht wurde, weil auch da werde ich wohl einige Schnittmuster machen für Detlef Scholzen, seine Rolle rausschneiden und ihn dann zugänglich machen, damit er sich die nochmal anschauen kann. Und wie gesagt, dann Prashant Jaiwal. Der hat ja auch, da muss ich jetzt auch gleich wieder gucken, was da los ist. Das kann ich gerade sofort machen, seht ihr. Ich war gerade hier bei Krass Schule, dann jetzt bin ich bei Prashant und dann bin ich bei Detlef Scholzen, dann bin ich bei RTL. Ich habe am Tag schon was zu tun, hin und wieder habe ich viel zu tun. Damit, hier habe ich genug zu tun, wisst ihr ja. Mal eben gucken, ja, ja, ich muss wieder Leute quittieren hier. Er hat ja bei Tatort, ne? Prashant hat ja bei Tatort mitgemacht. Und ja, jetzt begrüße ich mal eben wieder eine ganze Menge. Die begrüße ich jetzt alle, sind wieder eine Menge zugekommen. Bei Prashant sind es mittlerweile 514, die hinzugekommen sind. Und bei den anderen so 100 bis 200, die dort hinzugekommen sind. So, wir wollen ja auch keinen belästigen. Wir möchten also, wie gesagt, Fan to Fan. 146 Länder haben Cobra 11. Und wenn in den 146 Ländern wir uns austauschen und solltet ihr die Sendung sehen, die wir jetzt am Wochenende produzieren werden, könnt ihr einsteigen. Ich versuche, die dann so zu schneiden, dass ihr da irgendwie reinspringen könnt, was euch gefällt.
kann langatmig werden, weil wir natürlich auch Werbung machen für Cobra 11, weil wir natürlich auch Werbung machen für die Sweatshirts, T-Shirts und Hoods. Ist klar, das läuft ja gerade hier, das seht ihr ja, die fahren ja gerade gemütlich hoch. Das sind die schönen Sachen von Atelier, die er sich halt ausgedacht hat, Cobra 11. Und wir haben eine Jahreszeit, wir haben heute 1 Grad minus. Und ihr seht, dass ich auch ein bisschen hier angezogen bin. Ich habe auch, wie gesagt, das T-Shirt hier unten drunter. Ja. Und habe mich also ziemlich warm angezogen, weil wir, wie gesagt, 1 Grad minus haben. Schon den halben Tag. So, und da macht es natürlich Spaß, so ein Sweatshirt, T-Shirt oder Hood anzuziehen. Ja. Ich meine, so ein Emblem ist gar nicht mal so schlecht mit der Cobra. Ja. Wir lassen uns sicherlich in unserer Sendung was einfallen mit der Cobra. Und mit der Sendung, und es macht so viel Spaß zuzuschauen, wenn die in der Maske sitzen und da nachher so richtig blessurmäßig rauskommen. Man sitzt da 3, 4, 5 Stunden in der Maske, wird dann halt deformiert, ja, und dann wird das nachher so geschnitten, also erst wurde ja normal gedreht, dann wurde Cut gerufen, dann ab in die Maske. Ja, und dann wird ja weiter gedreht. Ja, dann kommt der Faustschlag und dann sieht man so aus. Aber vorher war das Gerangel, ja, das ganze Gerangel da. Und dann wird gestoppt, dann ab in die Maske, dann wird alles gemacht. Und dann kommt der Schlag und dann die Blessur, das Blut und all solche Sachen. Ihr wisst, ist Mords Arbeit. Es ist Mords Arbeit. Ja, aber diese Arbeit macht so viel Spaß, am Ende zu sehen. Also, das ist ja das Problem, was einige manchmal sich wundern, dass irgendwie, das nennt man dann Schnittfehler. Ja, weil früher musste man ja das Zelluloid schneiden und hinhängen. Dann wurde das nummeriert. So, und dann musste man das ja dann ziehen. Kleben, ziehen, kleben, ziehen, kleben, ziehen, kleben. Und dann sah man, ah, alles in Ordnung. Da konnte es schon mal sein, dass man den falschen zieht. Ja, anstatt eine Tür aufgeht, eine Tür zu, hätte dann passen können. So, in der heutigen Zeit, in der elektronischen Zeit, wird das alles geclustert und die Hollywood-Leute, die haben es ja noch besser, die drücken dann immer so da drauf und dann wird es geschnitten, ja, dann fahren die so ein bisschen hin und her, aha, aha, klack, 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 und dann vielleicht da noch Millimeter weg und da noch Millimeter weg und dann klack, klack, klack. So, so ungefähr geht es heute auch, es wird alles auch so auf so einer Timeline gepackt, dann kommen die Zuschnitte dazu, dann kommt noch die Special Effects dazu, ja, weil vieles ist gar nicht mehr so echt wie früher, weil vieles ist auch heute bei Cobra 11 im Green Room. Das wird also da wunderbar eingepasst, dazu gepackt, also ist schon eine tolle Geschichte, was man so jetzt machen kann. So, ich begrüße euch total recht herzlich bei Cobra 11 und ich begrüße euch total recht herzlich bei der kommenden Sendung, die dann moderiert wird von Fan to Fan, das sind auch Fans hier. Wir Fans werden dann eine Sendung machen, weil jetzt alles neu wird. Wir sind die alte Garde von 96 bis 2019 und wir werden jetzt die neue Garde ab 2020. Wir wissen jetzt selbst noch nicht, wir haben zwar viel Maske gesehen, wir haben also auch schon viele Rohlinge gesehen da, aber wir wissen nicht, wie nachher wirklich das Ganze zusammengepackt wird, wie reißerisch der Take, der neue Take, der erste Take für die neue Alarm für Cobra 11 Geschichte. Auch den Text haben wir noch nicht gehört, da ist ja auch weg. Ne? Die Männer von Cobra 11, das gibt es nicht mehr. Das ist komplett, also ich fange schon an hier. Also ist ein riesen Umbau da und deswegen haben wir uns gesagt, komm, wir machen eine tolle Sendung, einmal im Monat. Werden dann, wie gesagt, Cobra 11, wir werden jetzt auch eine Brücke schlagen, wir werden jetzt bis 2020 anfängt, eine Brücke schlagen, wir sind dann im Jahr 96, beginnen dann und reden dann darüber, wir zeigen euch dann auch einige Sachen, die vielleicht noch nicht veröffentlicht wurden, müssen wir aber vorher gucken, weil viele Sachen, die nicht veröffentlicht wurden, die gibt es nämlich nur auf einer speziellen DVD, die man da kaufen kann. Weil RTL und der Jugendschutz der Meinung war, nee, das ist zu heftig für RTL, lasst das mal. So, wir haben also reichlich auf DVDs, wo RTL gesagt hat, nee, das ist doch ein bisschen, ne? Ich meine, RTL hat das dann kunstgerecht gemacht in dem Moment, wo dann Werbung da war. Ja, also ihr habt schon hin und wieder solche harten
16-jährig an sich gesehen im Fernsehen, aber da wurde dann zu viel geschnitten und dann mochten da die Hardcore-Fans nicht und die anderen Länder nicht, denn 146 Länder sehen Cobra 11 und die möchten halt es ordentlich haben. Hallöchen, ja, wen haben wir denn da? Ja, guten Morgen.